Obertiljach steht als Drehort des neuen James-Bond-Films im internationalen Rampenlicht. Und immer wenn in Osttirol etwas Bedeutendes passiert, ist er an vorderster Front mit dabei. Der Osttiroler Pressefotograf Philipp Brunner. Schon bei den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten zu James Bond wusste ich, die Nachfrage der Bilder wird enorm sein. Setbilder werden um die Welt gehen. Und dadurch wusste ich, ich musste jeden Tag, wenn Daniel Craig da ist, in Obertiljach sein. Und so wie James Bond in seinen Filmen, hat es auch der Fotograf mit scheinbar übermächtigen Gegnern zu tun. Also die größte Herausforderung war, in Obertiljach überhaupt Fotos zu bekommen, nachdem da hunderte Securities angestellt waren, die nur die Aufgabe hatten, uns als Fotografen daran zu hindern, Fotos zu machen oder Filme fürs Fernsehen zu machen. Nachdem am ersten Tag schon Fotos aufgetaucht sind von Daniel Craig am Set, die durch den Wald geschossen wurden, wurde der Wald natürlich sofort komplett abgeriegelt durch Securities. Und dadurch war es am zweiten Tag dann natürlich problematisch, hier von hier aus Fotos zu machen, zu bekommen. Und dann mussten wieder neue Ideen her. Und da bietete sich natürlich nur mehr die Gondelbahn auf den Golzendiebahn, die neu errichtet wurde. Um trotz des großen Abstands zum Set brauchbare Ergebnisse zu erhalten, greift der Fotograf in die technische Trickkiste. Das ist einmal die Objektivkombination, die wir verwendet haben, zum Fotos vom Set zu machen aus der Gondel aus. Das ist zum einen das 400 mm von Canon. Und dann haben wir hinten einen Zweifachkonverter, der verlängert die 400 mm Brennweite auf 800. Und dann haben wir noch die kleine EOS M, die einen Kropffaktor von 1,6 hat. Vom Faktor her, die verlängert die 800 mm dann nochmal um 1,6, also auf ca. 1200 mm. Und dadurch ist es dann auch möglich, hunderte Meter weit bis zum Set, also aus der Gondel, zu fotografieren und dadurch perfekte Ergebnisse zu erhalten. Und wer bei diesen Bildern jetzt schon Lust auf den Blockbuster bekommen hat, der muss sich noch bis zum 6. November gedulden, denn dann kommt Spectre weltweit in die Kinos.